Eine Freundin schrieb mich an, dass sie mit dem Thema Heilung in ganz besonders scharfen Auseinandersetzungen und Kämpfen stehen würde. Und ich weiß, dass für viele Kinder Gottes genau dieses Thema Heilung zu einem großen und sehr schwierigen Thema geworden ist. Es scheint fast so, als ob der Feind uns so attackieren würde, dass nur noch verbrannte Erde zurückbleibt. Und wir selbst fragen uns dann, was habe ich falsch gemacht? Wahrscheinlich habe ich zu viel Zweifel an Gott. Wahrscheinlich habe ich zu wenig Glauben, dass Jesus heilen würde. Wahrscheinlich habe ich einen Fehler gemacht. Wahrscheinlich reicht mein Glaube nicht aus. Und Gott ist unzufrieden mit mir. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das Thema mit Heilung für uns eine wirklich große Herausforderung ist. Und trotzdem entscheiden wir uns immer wieder zum Glauben. Nicht der Zweifel ist etwas, was uns in diesem Thema hilft oder weiterbringt, sondern es ist immer der Glaube an Gott. Immer daran, dass Jesus wirklich Heilung durch seinen Tod am Kreuz für uns erwirkt hat. Auch wenn wir denken, dass es im Natürlichen so ganz anders aussieht. Zweifel und Angst bringen die Aktivitäten des Feindes in Gang. Aber Vertrauen und Glauben, das bringt die Aktivitäten des Himmels, das bringt die Aktivitäten Gottes in unserem ganz natürlichen, realen Leben in Gang. Es geht beim Feind immer um die alten Strategien, unseren Glauben, unser Vertrauen in Frage zu stellen. Sollte Gott wirklich gesagt haben, ist Jesus wirklich verlässlich? Das Thema Heilung, das siehst du doch selbst, es geht nicht voran. Und trotzdem halten wir an Jesus fest. Dennoch, trotzdem, immer noch, gerade deshalb, wir halten an dem fest, dass wir im Glauben das empfangen, was wir jetzt real noch nicht sehen und noch nicht haben. Paulus schreibt, in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Wir werden zu Überwindern gemacht. Wir werden dazu geschmiedet, dazu gehämmert, dazu geformt, Überwinder zu sein. Das passiert nicht in einem rosigen, sonnigen Leben, sondern es passiert dann, wenn wir durch diese Situationen im Glauben an Jesus, an seine Kraft durchgehen, weitergehen, trotzdem an ihm dranbleiben. Ich möchte dich sehr ermutigen, nicht die Zweifel an erste Stelle zu stellen, nicht die Angst, sondern Vertrauen und Glauben an Gott. Vertrauen, dass der Herr dir durchhilft. Vertrauen, dass du durchkommen wirst mit seiner Hilfe. Vertrauen, dass er mit dir die Dinge überwindet, die gegen dich ankommen. Ich wünsche dir einfach, dass du ein Fundament des Glaubens und Vertrauens mehr und mehr in deinem Leben baust. Gott hat mehr für dich.